Hey ihr Lieben, herzlich willkommen zu meinen Monatsfavoriten Juni. Ich wollte sie euch einfach mal nochmal zeigen. Es ist jetzt Mitte Juli und ich komme jetzt erstmal dazu, Juni abzudrehen. Und ich denke, im Juli wird es nicht anders da sein. Wenig benutzt und ja. Ich habe hier eben so eine kleine Kiste gerichtet und zeige euch mal. Im Juni hatte ich von der lieben Sunny ein Paket gekauft sozusagen. Da waren viele Sachen drin. Ich glaube auch, dass sie mir ein paar mehr reingemacht hat als anderen. Hatte ich jedenfalls im Gefühl, dass es mehr als auf den Fotos war. Und da war dieser Pinsel von Morphe dabei. Ich halte eigentlich nichts davon von so flach gebundenem Pinsel, weil ich finde, oftmals wird es fleckig, wenn man dann drauf datscht und bin ich im Fokus oder nicht? Ich weiß es nicht. Und dieser Pinsel, muss ich sagen, ist super für Blush. Und zwar mein allerliebster Blush ist jetzt auch derzeitig in meinem Projekt. Ich versuche immer an einem Tag mindestens dann 3 Videos zu drehen. Das ist dieser Blush, den ich im Juni absolut runter und rauf gerockt habe. Man sieht es kaum, muss ich sagen, dass ich ihn so gut benutzt habe. Ich weiß es nicht, warum nicht. Aber ich finde, ja, es ist einfach die schöne Farbe überhaupt, wenn man das so ein bisschen aufträgt, dann ist, ach, man sieht einfach so fresh aus. Halleluja. Ich liebe das. Das ist übrigens Light and Shadow Contour Blush von Catrice in der 020. I Flamingo in Saint Domingo. Den werde ich auch mit nach Hamburg nehmen. Der hat auf jeden Fall den Platz in Hamburg verdient. Ist mein Monatsfavorit und ich denke auch, dass das eine gute Alternative ist, sowas in Projekten mitzunehmen, wenn man die Sachen gerne benutzt. Ja, und dieser Pinsel von Morphe. Leider hat er keine Nummer, liebe Sandra. War im Pinselset, glaube ich, ne? Finde ich toll, gerade für Blush, weil er auch nicht so groß ist. Also man kann das gut verblenden. Ich finde, er nimmt nicht zu viel Produkt auf und auch nicht zu wenig. Also genau richtig und darf auf jeden Fall in meiner Sammlung bleiben. Der 301. Pinsel dann. Dann etwas, was ich auf und ab gerockt habe. Nicht nur, weil es immer ein Projekt irgendwann war, sondern auch schon davor. Ich muss sagen, da ist wirklich nicht mehr viel drin. Ich vermute, also ich zeige euch mal, wie viel da noch drin ist. Ja, also wir sind hier unten und ich muss sagen, den habe ich wirklich Mai, Juni, seitdem es sehr warm ist, rauf und ab genutzt. Ich habe den schon ein Jahr lang. Am Anfang habe ich nicht so richtig verstanden, was es ist und was ich damit soll. Aber mittlerweile, wo ich auch darauf achte, dass ich Lichtschutzfaktor jeden Tag benutze, wenn ich das Haus verlasse, wenn ich ungeschminkt auf der Couch sitze, sonntags oder weiß ich wann, dann brauche ich ja keinen Lichtschutzfaktor im Gesicht haben, weil viel Sonne kriege ich auf dem Sofa nicht. Leider. Ja, dieser Primer ist auf jeden Fall etwas ganz Tolles. Essence You Better Work Tint Proof Primer. Und der macht ganz, ganz tolle Sachen mit dem Gesicht und sieht einfach schön aus. Und ich trage den aber immer nur unter der Foundation. Dann, überraschenderweise, mag ich diese Augenbrauenrasierer super gerne, wenn ich faul bin und keinen Bock habe auf Schmerzen. Es ist so schwierig, wenn man ein Muttermal im Gesicht hat, da wachsen so unheimlich starke Wurzeln mit Haaren dran. Halleluja, das ist abartig, das kriegt man kaum raus. Auf jeden Fall rasiere ich gerne erstmal meine Augenbrauen und zupfe dann meine Haare aus meinem Muttermal, sonst habe ich irgendwann mal geflochtene Zöpfe da unten. Ebelin Rasierer finde ich gut. Ich hatte mal ein paar aus 1-Euro-Shop, die waren grottig. Dann kommen wir zu einem weiteren Favorit. Immer wenn ich verschlafe, habe ich ja in meiner Kosmetiktasche gewisse Dinge drin und da ist auch diese Foundation von Maybelline drin. Das ist die 128. Ich würde sagen, sie ist mir etwas zu dunkel. Aber dennoch eine tolle Foundation, auch die lässt sich super ausblenden. Ist wirklich ähnlich wie die Dior, die mir die liebe Sunny vermacht hat. Nude Air, mega geiles Schatz. Ich bin so froh, dass ich sie entdeckt habe, denn mein Finish heute, ich könnte mich fressen, finde ich fantastisch. Und das sage ich nicht, weil es Sunny ist, sondern weil ich die Foundation liebe.
Und die macht ein ähnliches Finish, macht die Poren auch etwas kleiner, macht einen wunderschönen ebenmäßigen Teint und kann ich euch absolut ans Herz legen. Und für ölige Haut wirklich geeignet, denn ich muss sagen, so 8 Stunden bin ich auf jeden Fall matt und dann schwenkt es über und dann habe ich den übelsten Ölproduktion überhaupt. Aber 8 Stunden schafft sie. Und auch wenn sie es nicht schafft, also dass sie jetzt so arg glänzt, sondern es gibt dann nur so ein leichtes Glow-Effekt, also nicht, dass man wie Speckschwarte aussieht. Ja, mein Eyebrow-Stylist von Catrice in der Farbe 020 Don't Date with Ashton, der war ja super gehypt früher. Das ist der aschigste Ton, den ich wirklich kenne. Ich habe noch im Juni eins entdeckt, das hatte ich im Tauschpaket drin. Und zwar von Adeko. Ist das eine Augenbrauengeschichte? Ich habe meine Schminksammlung ein bisschen minimalisiert und jetzt finde ich gar nichts wieder. Ja, wir wollen gar nicht reingucken. Auf jeden Fall der hier. Und ich muss sagen, der gefällt mir. Also die 020 gefällt mir von Ton. Nee, das bringt nichts. Vom Ton viel, viel, viel besser als die 040. Ich mache die 040 zwar trotzdem leer. Ich kann sie euch eigentlich auch daneben swatchen. Also, es ist nicht viel, aber das, was es ist, macht schon einiges aus. Ich meine, meine Haare werden immer dunkler, je älter ich werde. Habe ich das Gefühl, je dunkler werde ich. Irgendwann bin ich pechschwarz, wenn ich 40, 50, 60 bin. Ja, so gefühlt. Schöner Stift. Die 020 würde ich bevorzugen. Die 040 werde ich jetzt im Projekt aufbrauchen. Dann habe ich etwas ganz, ganz Neues für mich entdeckt. Ich habe schon so ein Teilchen gehabt, auch in so einem Set. Das ist Radiant Lights Glow. Wenn ich das nochmal ergeiern kann, würde ich das tatsächlich als Backup nehmen. Obwohl ich eigentlich keine Backups brauche, weil ich genug anderen Kram hat. Aber ich würde was anderes dafür aussortieren, denn das ist unfassbar, unfassbar samtig. Und gibt den Glow überhaupt? Ich weiß gar nicht, wo ich es euch hinschmieren kann. Es ist so zart. Ja gut, ich habe eine cremige Base jetzt drunter. Es ist so zart von der Struktur her. Und sieht so, so, so schön einfach aus. Wirklich richtig, richtig toll. Glow. Glow heißt das, Radiant Lights Glow. Und es hat die perfekte Farbe. Ich habe ja gemeckert gehabt, dass ich den lilanen schön finde von der Konsistenz her, aber nicht von der Farbe. Den lilanen habe ich dann endgültig aussortiert und dafür habe ich dieses im Trash-Paket gehabt und dafür hat sich das absolut schon gelohnt. Super Sache. Und zurzeit, ich habe das Revolution Pro Fix Matt. Also das ist eher in die mattierende Richtung rauf und runter getragen im Juni, bis es leer war. Und als stattdessen, also ich kann euch das zeigen, was ich meine. Ich meine das hier. Pro Fix Öl Control. Ich muss sagen, für die ölige Haut super, um die Puderschicht abzunehmen und auch etwas länger matt zu halten. Tatsächlich. Also hätte ich nicht gedacht, dass sowas es kann, aber es geht. Dann habe ich etwas, was ich auch A aufbrauchen möchte und B finde ich das echt gut. Ich mag diesen Sprühnebel. Es ist aber so, wenn ich morgens nicht viel Zeit habe, werde ich das Ding nicht benutzen. Denn das sprüht so, dass ich erstmal gebadet habe, geduscht habe, wie auch immer. Also Wimperntusche könnt ihr vergessen. Ihr seht einfach echt übel aus. Ich weiß gar nicht, ob da Glycerin drin ist. Aqua. Parfüm. Keine Ahnung. Es sind gar nicht so viele Inhaltsstoffe. Aber wenn, dann auch nicht so gute. Also Alkohol ist drin, dann ist da nochmal Alkohol drin. Glycerin, genau. Und das habe ich auch, das merke ich auch an meine Wimperntusche. Denn wenn ich ein bisschen schwitze, wird das ja hier ein bisschen durch den Concealer und durch die Körperwärme erwärmt. Und somit rutscht der nicht der Concealer rutscht, sondern die Wimperntusche stempelt sich dann unten ab. Und das habe ich, wenn ich so Sprays benutze, wo Glycerin drin ist. Ich finde es trotzdem toll. Ich mag dieses Kokosduft. Ich finde das auch sehr erfrischend, morgens einfach sich das ins Gesicht zu ballern. Auch ohne Foundation, einfach drauf. Bei 40 Grad im Schatten.
feiere ich absolut. Dann habe ich eine Foundation, die ich absolut feiere. Und zwar die hier, die habe ich für mich neu entdeckt. Da war nicht mehr so viel drin, da war ungefähr die Hälfte drin, als ich es im Tauschpaket hatte. Und da ist immer noch was drin, werde ich jetzt versuchen auch aufzubrauchen. Ihr seht hoffentlich, dass da noch was drin ist, aber doch nicht so viel. Ich liebe die. Benutzt die mal. Benutzt die mal in der Drogerie, schmiert euch das mal irgendwo hier hin. Das gibt so ein geiles Finish. Es ist nicht matt, es ist nicht glänzend, es ist irgendwas dazwischen und macht einen fantastischen Look. Es macht so saftig, prall, jung. Man sieht überhaupt nicht alt aus. Also für mich funktioniert die gut. Wenn es die für euch funktioniert, das ist die Healthy Mix Fresh and Fit Wake Makeup Healthy Glow Foundation. Und ich habe hier die 010, die auch gerade passt. Also bei mir variiert das von 10 auf 50. Je nachdem, wie ich es gerne hätte. Dann habe ich noch Lippenprodukte. Auf jeden Fall 4 Lippenprodukte an der Zahl 5. Wir fangen damit an. Coco Kiss von Hello Buddy. Also wenn ich das auf den Lippen schmiere, riecht das auf jeden Fall besser als im Tiegel. Ich gucke gerade, wie lange das haltbar ist. Es steht da nicht drauf. Es ist ein Scrub. Also meine Kamera hat gerade echt Probleme zu filmen und so. Ich finde es cool. Ich kann es euch empfehlen, einfach selber zu machen. Mit Kokosfett oder irgendwas dergleichen. Mit Labello und Zucker. Ja, irgendwie sowas. Ich würde das euch nicht empfehlen zu kaufen. Ich finde es zwar toll, dass es sowas gibt. Und wenn man das Geld auch dafür hat, haut rein. Aber ich würde es mir nicht nachkaufen. Ich finde es trotzdem gut. Es scrubbt wirklich sehr, sehr gut. Nicht so wie jetzt der von Catrice. Das ist so ein Ei gewesen. Der ist so weich. Also die Glitzer, also diese Zuckerpartikel, die sind irgendwie zu weich. Das funktioniert nicht so gut damit. Aber der ist ganz, ganz toll. Trotzdem des Preises, nein. Dann habe ich 2 Lipglosse, die ich rauf und runter getragen habe. Zum einen den Fenty Gloss. Schaut mal. Voilà. Gibt es denn was Schöneres? Das ist Fassi. Und Fassi kann ich euch absolut ans Herz legen. Es ist einer der schönsten Farben, die ich kenne. Als Lipgloss. Ich habe mich eigentlich gesträubt, 17 Euro für ein Lipgloss auszugeben. Aber ich meine, bei Dior gibt man halt 30 aus. Und deswegen 17 geht noch. Ich finde es trotzdem teuer, aber wunderschön. Wunderschön. Und ich würde mir tatsächlich die anderen 2 Farben noch angucken. Und andere Glosse lieber entsorgen und lieber sich auf etwas festzulegen, was man wirklich gerne mag. Wisst ihr, was ich meine? Ja. Dann habe ich noch ein Buttergloss in der Farbe 08. Das ist ein wunderschöner Peachton, den ich auch sehr, sehr gerne mag. Riecht eigentlich nicht ganz so intensiv, sage ich mal, wie der Fassi, den ich gerade drauf habe. Aber ich liebe den und in der 08 wunderschön. Und es macht wirklich so pralle, saftige Lippen und es gefällt mir super gut. Die 2 weiteren Lippenprodukte. Einmal ist es ein Butterstick Glossy Love von Essence in der Farbnuance 02. Den hatte ich bei Sarah im Päckchen drin, als sie mir was zugeschickt hat. Das ist für mich ein Alltagston, den schmiere ich mir schnell drauf. Passt sogar zu meinen Nägeln. Einfach schnell drauf und ich kann euch zeigen, wie viel ich schon davon aufgebraucht habe. Denn ich hatte angefangen, so ein eigenes Projekt für mich zu starten als so Alltagsding. Ja, und man kann ganz gut erkennen, denke ich. Hallo? Also man kann ganz gut sehen, wie viel ich davon aufgebraucht habe. Also schon die Hälfte. So gut finde ich den. Der hat eine relativ gute Farbabgabe auch. Und ich finde ihn auch sehr pflegend. Wenn man zu viel aufträgt, dann krümeln die so komisch. Also das habe ich oftmals, ob das meine Lippen sind, die einfach sich weigern, dieses Produkt auf den Lippen zu haben. Oder das Produkt kann ich euch nicht sagen, denn das habe ich bei einigen Lippenprodukten, die ich so öfters am Tag auftrage. Und dann habe ich noch als letztes Alverde Lip Liner 18 Hibiskus. Einer der schönsten Farben, Halleluja. Hätte ich nicht gedacht, ich liebe Hibiskus-Tee und auch genau dieselbe Farbe hat's.
wenn man den aufträgt, ja. Und wenn man nur die Lippen umrammt und dann einfach Lipgloss drüber und so ein bisschen ineinander laufen lässt, Hammer. Kann ich euch empfehlen, ist auch super weich. Also falls ihr Naturkosmetik mögt, ich kann nicht kein Deutsch mehr. Ich bin fertig mit meiner Welt. Kann ich euch den auf jeden Fall empfehlen. Dann habe ich noch vier weitere Produkte und dann mache ich eine Punto. Ich denke, dass ich da nichts mehr zu sagen habe. Ah, doch, doch, doch. Parfümski riecht tatsächlich nach Boss Designs. Leider nicht so intensiv. Ich werde das Ding leer machen. Wenn ich das und noch ein weiteres Parfüm aufgebraucht habe, dann gönne ich mir Designs. Das werde ich wahrscheinlich zum Herbst-Winter eher machen. Aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass ich mir gerne die 100 Milliliter von Designs oder die 50, 75, was auch immer es gibt, weil ich den Duft einfach herrlich finde. Das ist ein Eau de Toilette. Eine Toilette-Spray. Ja, ich finde nicht, dass es Eau de Parfüm ist. Hält einfach zu kurz. Aber trotzdem gut. Ja, die liebe Sabrina hat das, oder Sabrina? Ja, Sabrina und ihre Tochter haben es aus dem Amazon. Das gibt es aber auch anscheinend im Kick. Also im Kick kostet es, glaube ich, 5 Euro und bei Amazon 12 oder so. Für tagsüber, für die Arbeit, weiß ich wohin, ja. Kann man draufballern ohne Ende. Es riecht einfach gut. Es hat noch niemand gesagt, boah, du müffelst. Von daher ist das in Ordnung. Dann habe ich ein Highlighter, noch ein Highlighter, Amreezy. Ich wollte euch den, ich weiß nicht, ob ich den vorgestellt habe, einer der schönsten Konsistenzen, die es gibt. Oh. Ich verstehe nicht, warum man nicht ein Produkt rausbringt, was so gut ist und dann mehrere Farbnuancen macht, ja? Oder kleinere Fändchen, ja? Ich meine, da sind jetzt, wie viel Gramm sind da? 100? 9 Gramm Highlighter, okay, es ist ein tolles Produkt. Ach, ihr seht das schon. Ja, man muss da nur so leicht rein. Und man hat. Ich muss sagen, von der Konsistenz absolut wie der Make-up Revolution. Deswegen feiere ich den auch so. Also, Amreezy ist oben drüber. Also, das hier ist Amreezy von Anastasia Beverly Hills und das ist Make-up Revolution. Amreezy hält auch den ganzen Tag. Make-up Revolution verfliegt so ein bisschen. Was mich aber nicht stört, ganz ehrlich, ich muss nicht den ganzen Tag super klasse aussehen. Absolute Liebe, ich danke dir, dass du ihn abgegeben hast. Vielen, vielen Dank. Einer der schönsten Highlighter, die es gibt. Ich sehe so overdress aus, Leute. Das könnt ihr euch mal gar nicht vorstellen, ja. Ich sitze da daheim allein. Und nicht ganz allein, aber overdress. Dann habe ich von P2 ein Eyebrow Styling Gel. Einer der besten, die ich bisher hatte. Ich finde das von Essence auch in Ordnung. Aber ich muss sagen, diese Bürste von P2 ist nochmal einen Ticken kleiner. Habe ich so irgendwie im Gefühl. Und man kommt einfach viel, viel besser an die. Ich meine, ich habe eh hier nur so ganz kleine Fitzelchen, die man so ein bisschen einpinseln sollte. Von daher, warum gibt es das dann nicht? Ist die 010 Light? Ich werde in Hamburg gucken. Ob es den im Budni noch gibt. Wenn ja, weiß ich gar nicht, ob ich den kaufe oder nicht. Aber dann kann ich mir sicher sein, falls ich ihn brauche, kann ich Mama anschreiben. Mama, hol mir den. Dann etwas, was ich nachgekauft habe. So gut fand ich das, denn ich habe das im Mai oder Juni aufgebraucht. Ich kann es euch gar nicht so genau sagen. Ist von Essence. Das ist der I Love Con Color Intensifying Eyeshadow Base. Wenn man sie einen halben Tag offen stehen lässt, wird sie ein bisschen cremiger, dann ist sie nicht ganz so flüssig und lässt sich einfach besser einarbeiten. Ich muss sagen, ich liebe diese Eyeshadow Base, sie hält wirklich den ganzen Tag bei mir. Ist so einer der wenigen, die bei mir den ganzen Tag halten. Parfüm schmeckt im Mund aber nicht. Tolle, 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 tolle Geschichte. Ich habe auch damals die vorherigen Modelle gehabt, mag ich alle. Und das ist aber mein allerliebster, weil der schön aufhält und schön intensiv wird. Dann haben wir noch ein. Wir haben jetzt noch ein Produkt und hinten noch zwei Paletten, die mich fasziniert haben. Das ist von Make-up Revolution ein Blush in Sugar. Der Fokus ist einfach beknackt heute. Will einfach nicht fokussieren. Ein wunderschöner Rosenholzton. So total mein Beutelflimmer, ne? Ihr merkt schon, ist eigentlich alles ähnlich.
Deswegen könnte ich auch ein Blush die ganze Zeit benutzen, müsste eine Variation haben. Wunderschöne Farbe, kann ich euch ins Herz legen, kosten 1,50 €. Weiß ich nicht, wenn ihr mal bei Ding bestellt, bei Cosmetic for Less, könnt ihr als Versand kostenfrei, damals musste man irgendwas Kleines noch von Make-up Revolution mit dazu nehmen, damit man Versand sparen konnte, ab 25 €. Ich weiß gar nicht, ob es das jetzt immer noch ist. Ich weiß auch nicht, wann ich das letzte Mal bei Cosmetic for Less bestellt habe. Tolles Produkt, kann ich euch auf jeden Fall ans Herz legen und ich würde euch das auch sogar raten, anzugucken. Für das wenig Geld ist immer in meiner To-Go-Tasche drin. Die Foundation und das Teil hier. Und dann komme ich zu den letzten zwei Sachen, dann seid ihr mich los. Einmal die Thirsty, wie auch immer, Palette von Jeffree Star. Jeffree Star an sich ist ein crazy Typ, wirklich sehr crazy. Ich habe den so ein bisschen angeguckt und gedacht, der ist mir einfach zu crazy drauf. Ich kann das gar nicht gucken. Schaut mal, eine wunderschöne Sommerpalette. Ich hatte neulich einen Look mit dem Türkis hier, glaube ich, geschminkt oder mit dem Blau. Ich glaube aber Türkis, weil ich so ein türkisen Hemd anhatte. Da haben mich viele gefragt oder viele mir einen Kommentar gegeben, dass es gut aussieht. Vielen Dank dafür natürlich. Und ich muss sagen, das ist eine tolle Alltagspalette. Man hat hier einfach oben und unten matte Töne und in der Mitte sind schimmernde. Wirklich gut durchdacht. Allerdings keine Palette, wo man schon Foundation drauf hat, denn die krümelt unheimlich. Dafür ist dies unheimlich gut pigmentiert. Also Fallout des Todes. Dafür fantastische Farbabgabe. Auch das Grün und Blau und Yellow. Haben wir gleich alle Farben durch. So, das Yellow. Klar, die sind nicht ganz so, muss ich sagen, die farbigen. Aber die matten, also die neutralen. Und darum ging es mir eigentlich. Mir ging es eigentlich um diese mittlere Schiene. Ab und zu kann man ein bisschen Farbkleckse haben. Und wirklich ganz, ganz tolle Palette. Und ich liebe sie. Und ich bin ganz, ganz dankbar, dass du sie mir abgegeben hast. Und ich bin mir nicht sicher, ob wir sie vertauscht haben, aber ich glaube ja. Ich bin sehr, sehr zufrieden mit Jeffree Star und könnte mir weitere Paletten vorstellen. Die derzeitige, die jetzt auf dem Markt ist, ist mir einfach zu crazy organisiert. Ich mag das nicht so. Ich meine, ich bin der chaotischste Mensch, den jemand treffen kann. Aber ich möchte in meiner Palette Ordnung haben. Der merkt jemand. Da ist doch jemand nicht normal. Und dann ein weiterer Schatz. Ich liebe sie, ich liebe sie, ich liebe sie. Ich könnte auch meine Natasha Denona reinnehmen. Aber ich habe sie noch nicht genug getestet. Die hier habe ich eine ganze Woche lang drin gehabt und es wird auch demnächst mit ihr passieren. Aber erst wenn das Sommer rum ist, schaut euch einfach mal diese Nude-Palette an. Ich würde alle loswerden wollen und nur noch diese Nude-Palette behalten, weil ich sie einfach unheimlich schön finde. Egal was du machst, du kannst nichts Verkehrtes machen. Es funktioniert einfach. Auch die Glitzer, die heben unheimlich lange. Die von Catrice sind mir runtergekrümelt. Ja, ich meine, okay, es ist ein Preisunterschied von 50 €, ja. Einfach schön, einfach, ja, meine Palette. Wunderschön, wunderschön. Was soll ich euch noch dazu sagen? Einfach klasse. Wunderbare Palette. Absoluter Hingucker, wenn man das auf den Augen hat und wirklich große Liebe. So, das waren meine Favoriten vom Juni. Es reicht. Ich gehe euch schon auf den Sack. Wir sehen uns im nächsten Video. Und ich sag ciao. Kakao, ich gehe mal meine Visage abschminke. Ja, bis Danny. Ciao.